Welcome back, Friends, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich bin ein bisschen erkältet, ich weiß nicht genau, ob man es hört, ich hoffe nicht. Ist aber jetzt nicht weiter schlimm. Gestern habe ich mich genug ausgeruht und jetzt geht es für mich gleich zu meinem Freund. Ich habe jetzt länger nicht gevloggt. Das lag daran, dass ich sehr viel arbeiten war in den Ferien. Ihr wisst ja, ich arbeite in der Fußballarena und auch noch auf einem Festival habe ich jetzt 3 Tage gearbeitet, jeweils 12 Stunden fast. Und da war ich erst spät nachts wieder zurück und habe dann mittags bis mittags geschlafen und musste dann gleich wieder weg. Und es war ziemlich, ziemlich anstrengend. Ich kann euch gerne mal ein paar Eindrücke noch einblenden. Es hat echt Spaß gemacht, aber nach dem 3. Tag, ich war so fertig. Also der 3. Tag war wirklich schlimm. Der 1. hat noch richtig Spaß gemacht, der 2. dann auch noch, aber der 3. Ich nehme euch jetzt einfach so ein bisschen über die nächste Zeit mit. Und ich muss jetzt mein Zeug erstmal packen, damit ich dann zu Jakob fahren kann. Und ich muss noch einkaufen und es ist schon fast 20 Uhr. Und bei uns macht die Geschäfte um 20 Uhr zu, weil ich auf dem Dorf wohne. Das kennen vielleicht manche aus der Stadt gar nicht. I don't know. Aber auf jeden Fall will ich euch noch was Cooles zeigen. Jetzt machen wir mal einen kurzen Outfit-Check hier. Und zwar habe ich hier so eine, Entschuldigung, ich muss an, die ist von Waldens. Dann habe ich hier so einen Crop-Top an, das ist von Shein. Und meine Kette ist von Newtek. Und ja, mein Armband ist von Pandora, das habe ich von meinem Freund bekommen. Dieser Scrunchie gehört eigentlich nicht dazu, aber ja. Was ich euch eigentlich zeigen wollte, ist ein neues Nintendo Switch-Spiel. Das werde ich heute mit meinem Freund unbedingt ausprobieren. Das ist übrigens keine Werbung oder so. Aber ich habe das übrigens zugeschickt bekommen von Nintendo, weil ich ja mit Nintendo kooperiere auf TikTok. Das ist so krank. Es lag einfach als Überraschungspaket vor meiner Tür. Ich habe mich so doll gefreut. Okay, jetzt muss ich mich aber ranhalten und let's go. So, jetzt zeige ich ganz kurz meinen Einkauf. Ich wollte eigentlich nur Tomaten kaufen. Also ich habe 2 Päckchen Tomaten mitgenommen, damit es auch ja reicht. Meine Lieblingschips durften natürlich nicht fehlen. Ich habe die gesehen und dachte mir so, okay, wir nehmen sie mit. Jetzt verurteilt mich nicht, lacht mich nicht aus, was auch immer. Ich habe die jetzt zum ersten Mal bei uns gesehen. Es ist August. Ich weiß. Ich habe letztes Jahr um die Jahreszeit auch schon Lebkuchen gegessen. Ich liebe Lebkuchen. Und sobald es die gibt bei uns im Geschäft, sind die bei mir zu Hause. Mein Freund wird mich dafür hassen, dass ich jetzt schon Lebkuchen esse. Esst ihr auch schon um die Jahreszeit Lebkuchen oder bin ich die Einzige? Ich glaube, ich bin gestört, glaube ich. Und dann kam natürlich noch die cute Freundin in mir raus und ich habe meinem Freund auch eine Müllermilch mitgebracht, weil er liebt Müllermilch. Yes. Ich dachte, du erschreckst dich. Nein, nicht ganz. Soll ich dir mal zeigen, was ich mitgenommen habe? Okay, ja. Das ist Sommer. Es ist Ende August. Der Sommer. Ende August. Das ist offiziell der Sommer dann. Unser Essen ist jetzt fertig und ich freue mich schon so. Ich habe mir das jetzt tagelang gewünscht, dieses Essen. Das ist Bruschetta. Ich kann es nicht aussprechen. Wie heißt es eigentlich? Bruschetta, Bruschetta. Es tut mir wirklich leid, falls ich es falsch ausspreche. Ah, Sprich. Auf jeden Fall dieses Brot mit Tomaten. Sieht richtig bescheuert aus. So, ich bin jetzt gleich fertig. Ich gehe jetzt auch ins Bett. Es ist jetzt mittlerweile auch schon um
1, also schon ein bisschen später. Wir haben das Spiel noch gespielt und es war echt lustig. Es macht so viel Spaß. Ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach morgen wieder. Morgen habe ich einiges vor. Ich will meine Seminararbeit ein bisschen weiter schreiben, weil die will ich vom Urlaub eigentlich noch, soweit wie es geht, fertig kriegen. Ja. Guten Morgen, welcome back. Mein Freund macht im Hintergrund gerade die Küche sauer, deswegen hört sich das ein bisschen komisch vielleicht an im Hintergrund. Ich helfe natürlich auch gleich. Und dann machen wir was zum Frühstück. Meine Locken sind leider nicht so schön geworden. Ich habe meine Haare über Nacht so geflochten, aber ja. Ich habe immer noch Husten und auch Schnupfen und es nervt. Ich hoffe, bis zum Urlaub ist es wieder gut. Wir haben jetzt übrigens beschlossen, dass wir einfach so eine chinesische Pfanne jetzt gleich zum Mittagessen machen und Frühstück ausfallen lassen sozusagen. Es ist halt schon um 12 und ja. Gesehen habe, bei Jakob ist man immer umgeben von Katzen. Also ich habe hier eine, das ist die Julie, hier eine, das ist die Lili und dann noch die Emmy beim Essen und die letzte Katze ist gerade draußen, glaube ich. Also mein Husten ist leider nicht besser geworden. Ich habe schon Tee getrunken. Und wir machen jetzt noch ein bisschen was für Kroatien, weil wir fahren ja dann bald in Urlaub. Ich glaube, das habe ich jetzt schon so oft gesagt, aber egal. Wir müssen uns da gleich für die Einreise halt anmelden und alles Mögliche. Und das machen wir jetzt. Ob ich will oder nicht, für mich startet jetzt die produktive Zeit des Tages. Ich habe mir noch einen Snack gemacht und zwar ist es einfach nur so ein Salat mit Feta. Ich habe jetzt alles hergerichtet, mein iPad, meine Tastatur und jetzt muss ich anfangen, meine Seminararbeit weiterzuschreiben. Später bin ich dann noch bei einer Freundin zum Essen eingeladen. Deswegen muss ich mich jetzt ranhalten und anfangen und die 1,5 Stunden möglichst gut ausnutzen. Es ist jetzt gleich 18 Uhr und ich fahre jetzt zu meiner Freundin und sie hat halt so ein Essen für uns vorbereitet, so ein 3-Gänge-Menü, hat sie gesagt so. Und ich bin schon richtig gespannt und ich zeige euch gleich mal mein Outfit. Das ist richtig die komische Kombi, auf jeden Fall mein Outfit, aber egal. Ich habe halt einmal so eine Jeans an, das ist eine der einzigen, die mir so einigermaßen passt, alle anderen sind mir irgendwie zu groß. Dann dieses Top von gestern wieder und dann habe ich so ein Hemd einfach von meinem Freund drüber, weil ich halt keine Jacke dabei habe, damit es mir nicht kalt ist. Yes, und jetzt noch Schuhe anziehen und dann geht's los. So, Freunde, ihr seht hier mein richtig professionelles Filmset. Ich musste nämlich gerade ein Video aufnehmen. Ich wurde nämlich gefragt von ZDF, ob ich für Logo Kindernachrichten, vielleicht kennt ihr das ja, das habe ich früher auf jeden Fall immer geschaut, wurde ich gefragt, ob ich da ein Video zu senden will, wie ich ein kurzes Statement über Corona gebe zu ein paar Fragen, die ich beantworte in dem Video. Und ja, ich werde es euch mal verlinken, wenn man das dann irgendwann mal anschauen kann. Ich werde es euch definitiv dann auf Insta und auf TikTok Bescheid sagen, vielleicht auch auf YouTube. Bin mega gespannt auf dieses ganze Video. Genau, ich hoffe, ich habe das ganz gut gemacht. Das war das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe und ich bin ziemlich aufgeregt. Aber ich mache mir jetzt erstmal was zum Frühstück.
Es geht jetzt los, man macht nicht meine Haare, meine Frisur. Ich muss meine Haare heute unbedingt waschen. So aufgeregt, weil Jakob hat jetzt seine praktische Fahrprüfung für den Führerschein. Ich stehe jetzt auf so einem Parkplatz vor dem Kick. Und auf jeden Fall habe ich mein iPad dabei. Ich werde jetzt ein bisschen noch dieses Video anfangen zu schneiden, weil es lohnt sich halt einfach nicht, jetzt nach Hause zu fahren, die Prüfung abzuwarten und dann wieder herzufahren, um ihn abzuholen. Also, genau. Deswegen bleibe ich jetzt einfach hier sitzen und ich schneide hier mein Video. Ich habe auch noch einen Red Bull in meinem Auto gefunden, also wieso finde ich sowas in meinem Auto? So, meine Freunde der Sonne, ich bin wieder zurück zu Hause. Ich habe einiges zu erledigen, bevor wir in den Urlaub fahren. Morgen haben wir nämlich einen Friseurtermin, deswegen muss ich heute schon meinen Koffer packen, mein Auto fertig machen. Es ist schon 5:30 und ich muss mich jetzt echt ranhalten, weil ich will dann wieder zu Jakob fahren zum Essen und ich muss auch noch einkaufen fahren und ich muss so viele Sachen machen. Man beachte vielleicht nicht meine Gesichtsmaske, die muss ich jetzt runterwaschen, aber die habe ich echt komisch aufgetragen. Ich habe sie nur an den Stellen aufgetragen, eigentlich wo ich Pickel habe. Also eigentlich nur hier unten, aber nur da unten fand ich es komisch. Und dann habe ich es so komisch gemacht. Ich bin richtig gut im Erklären, ich weiß. Ich freue mich schon so auf den Urlaub. Ich bin schon so auf warmes Wetter und sowas eingestellt. Und das Wetter soll auch richtig schön werden da. Bei uns war es jetzt in letzter Zeit, es hat halt nur geregnet, wirklich. Ich hatte jetzt keinen sonnigen Tag in der letzten Woche, glaube ich. Das sehe ich echt nicht ein. Und jetzt freue ich mich wirklich auf den sonnigen Urlaub. Hoffentlich. Freunde, ich habe mich jetzt umgezogen. Meine Haare habe ich immer noch nicht gekämmt, aber... Ich bin gerade am Koffer packen, aber das seht ihr dann alles in meinem Urlaubsvlog. Der kommt dann auch bald online. Das muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Das habe ich bei Action gekauft, so ein Kissen für den Nacken. Zum Autofahren. Also für meinen Freund dann eigentlich, weil ich muss ja fahren. Ich habe jetzt hier so eine Tasche und einen Geldbeutel und ich und mein Bruder gehen jetzt Sachen für den Urlaub einkaufen. Ich nehme ihn eigentlich nur mit, weil er braucht auch was. Let's go.